Komm mal hier.
Schieber die Bänder hinten an. Mit die Bänder, die waren mal vor. Ich hab schon Wasser drin, ey. Wasser wieder. Schön angenehm, steht kalt hier drin. Hier wäre es echt krass da. Schieber, wenn der den Kopf juckt. Da unten ist Eis. Die lassen im Wasser, Flore. Da unten ist ein Eisberg. So hoch ist das Eis. Ganz Käse mit drin und dann ganz größer. Der ist hier runtergekommen eben. Das ist vorne. Wo der größte hier drin war. Von hier habe ich halt auch noch nie gesehen. Wieder darüber. Esta mía. Thank you.
Geh den mal holen. Hat keine Lust. Nee, ganz gleich vergessen. Ich muss einmal dazu kommen. Immer die. Ja, ne? Mal was anderes. Tata! Molly! Sag mal doch. Nee, nee, nee. Hier. So. Gut. Bitteschön. Sagst du tschüss? Winke? Man kann alles. Mama, ich will auch. Jonas. Da war ja keine Ahnung. Oh, jetzt geht das los hier. Ja. Das ist ein neuer jetzt hier drin. Das ist eine Vorführung. Ihr Boot kenne ich das nicht mehr ohne. Mit mein Name ist Dennis. Gleich kommt noch die Monique dazu und wir werden heute begleitet von der Sandra. Ja. Ich will schon mal vorweg sagen, das könnte heute eventuell teilweise ein bisschen etwas aus der Rolle wirken. Wir machen das mit dem Gruppen nicht allzu lang, für mich ist es heute auch fast gar nicht mehr von dieser Also, es könnte unter Umständen in der Fall verabschiedet werden. Also, wir sind hier bei der kalifornischen Seele. Der kalifornische Seele wird, wie der Name schon sagt, an den Westen, an den Küsten der Kalifornien vor, genau genommen an den Nord- und Mittelamerikanischen Westküsten. Da erlebt man den Abendsfugen. Abendsfugen ist erklärt, dass das Körper besteht aus mehreren Weibchen und einem Männchen. Welches Teil meinst du, wo sehr schlecht und macht sich auch mal freiwillig. Das ist ein Nasswehr. Also ich werde nicht nass, mir ist alles gut. Was schon? Ja, wir werden nicht nass. Genau. Wo die da? Sehen wir uns aus der Anfang, was ist zum einen der Enzo, der Chef, der in der Gruppe. Man versteht das.
Das war neu. Nicht teilnehmen, weil sie halt eben auf dem Giro aufpassen müssen. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Heidi. Die Heidi ist jetzt etwas jünger als ein Jahr. Die ist nach Handball vom letzten Jahr und auch die wird halt nicht mal teilnehmen, weil sie gerade verletzt ist. Alle sein. Eine Richtung. Ja, was die Olympische die ganze Zeit mit der Sand was das Tier kennt, das haben wir, beziehungsweise das besteht aus zwei Training, da haben wir zum einen das Beschäftigungstraining. Das ist das, was man nicht schon die ganze Zeit bei der Sandra sehen kann. Zum Beschäftigungstraining erzählt unter anderem. Ihr wollt die Er hört nicht. Ja. Jetzt geh doch mal was. Also, zwei Teile des Trainings. Zum einen das Beschäftigungstraining, die Sprünge, aber auch das Apportieren von Dingen. Apportieren von Dingen, das ist ein Gespräch, wo man genau weiß, was aber hier war. Jetzt geht es in den Tempel, nehmen wir den Tempel durch. Ja, soweit es hier
denn soweit Bescheid weiß, dass wenn es hier rankommt, ist eine Belohnung. Ich immer, wenn werden wir den Abstand des Tages immer kürzer, bis wir das Tage komplett weglassen und das Tier direkt mit der Schnauze an der Hand stationieren können. Wenn das geschafft ist, dann ist quasi die Basis fürs Training geschafft und wir können alle Tricks, die man hier bei der Sandra sehen kann, Stück für Stück anfangen einzuüben und nach und nach auch hier. Ja, die Sprünge, nur ist es bei den Sprüngen so, dass die Robben diese Sprünge natürlich nicht Schritt für Schritt machen. Alle Nacht der Dampf hier. Wir haben auch schon Instagram gefunden. Wir haben es quasi nur etwas nach Weihnachten. Das wird also quasi vorwärts und rückwärts schon. Und dann haben wir dabei nur mal so Schrittensprünge für beide. Das war schon. Denn in der Feldnatur, da hat der Seelöwe auch einen Feind. Den Feind, die zeigt ihm, den zeigt ihm dann nochmal eben. Was glaubt ihr denn, was ist denn so ein Feind? Man merkt, dass die Scheibe nachkommt. Genau, mehr Feind. Der Feind des Seelöwe ist zum Beispiel der weiße Hai. Beispielsweise noch der Orca oder auch Schwertwahl genannt. Ja, und hier stehen die Seelöwen der Natur auf, um vor den Fischen eben Fisch zu können und um eben bessere Verwirrung bei den Reihen. Also für Verwirrung sorgen zu können. Ja, wie gesagt, machen wir es ja mal so, dass diese Sprünge dran werden einfach. Oben drauf jetzt. Hier sind noch hochgeschnitten. Ich hab's gesehen. Aber jetzt ist es ja, das Abo hier von links hat sich vorhin schon mal angesprochen. Das hat auch natürlich den ersten Hintergrund. Es kommt halt immer mal wieder vor, dass Gegenstände ins Becken fallen, um so eben zu vermeiden, dass die Tiere darauf rumknabbern oder sogar fressen, wie es die Tiere von wo erkennen. Das wird was Neues, das muss gerne bald angeknabbert oder wenn es möglich ist, auch runtergeschüttet. Und das sollte halt vermeiden. Und das passiert beim Apportieren. Das Apportieren kann in der Regel so einfach ein Tier von uns, also bei den Seehunden, bei den Seebären und auch bei den Seebären. Der eine kann es besser als der andere, aber es ist natürlich alles so Stück für Stück. Und hier. Ja, und bei den Apportieren, da wollen wir halt vorbeugen, dass die Tiere die Gegenstände fressen. Und haben es halt nicht so gemacht, dass wenn sie uns die Gegenstände, die ins Becken fallen, aufgenommen und bringen, bekommen sie natürlich wieder eine Belohnung. Also das Tier und verbinden dann mit der Zeit auch, dass wenn sie das die Gegenstände dabei schlafen fressen, sondern das Ding, dann gibt es eine bessere, eine bessere Eingewaschen mit dem Gegenstand. So, Moment, mal hin. Ich lasse sie da oben runter. Ja, was man hier sieht, dieses Vertrauen der Tiere zum Menschen. Das wird jetzt nass da drüben, ey, wenn sie da rein springen. Dem Tier als Ablenkung, was sie dann am Ende eben nicht aufkommt. Dementsprechend müssen wir natürlich auch immer die Programme Tag für Tag anders gestalten, um Langeweile zu vermeiden. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon von uns. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag bei uns zu Berlin und sagen Dankeschön und vielleicht
Ja, das ist gut. Ja, das neue ist ja. Das ist schwierig zu kriegen. Ja. Da kriegen wir es halt. Da kommt er runter. Ja. Zeig mich wann. Kann ich wohl ja nicht sehen, so. Sei Grüße drauf. Jetzt habe ich aber drauf. Jetzt schön drauf. Ich hab die Ohren schön drauf gehabt jetzt. Ja. Ändert sich gar nicht, ne? Und ist noch runtergegangen, ist er jetzt von oben. Ich ist da runter, ja. Okay. In der Mitte ist er. Ja? Wir gehen dann weitermachen, dann ist er gleich unten im Weg gar nicht. Ich hab mir. Guck mal her, ich hab die schöne Ohren. Mhm. Mhm. Angestrahlt, ja. Die Sonne. Sieht mir schön aus. Mhm. Oh. Okay, no. I did not get... Papa, can we get it?
Die haben ja ihre Insel, glaube ich, da. Und die Schweden sind auch dazwischen, glaube ich. Die gehen da irgendwo rennen, da oder? Ey, alles, ey, korrel mir schon. Das sieht nämlich schön aus. Da sind noch Kleine bei. Das sind die Schwäne. Da sind die Schwäne, glaube ich. Da sind an anderen Ende. Ja, ohne Kinder. Ja. Sind die drinnen schon hier offen? Ja. Die sind weg. Ich sehe ihn.
wir hier runter. Wir haben ja alle Angst.